Zurück beim Theater der großartigen Helios bei Close to the Sun. Und ja, nur jetzt aber auf, ja. Brauchst du nicht so ernst gleich in den Faust packen. In dieser Folge hoffe ich mal, werden wir das Notizbuch finden. Und ich denke aber auch, dass wir mehr über Ada und Tesla erfahren werden. Was denn da los ist. Ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt mal los. Mal zwischen den beiden alten Meer. Oder nicht? Da komme ich lang. Da komme ich. Warum haben die das denn zugesperrt? Die bauen sich da doch selbst ein. Ne. Was? What the heck? This, Miss Archer, is the Helios Grand Theater. Wow. I'm glad you like it. We have a wonderful lineup of performances this year. And if you look closely, up there, that is your private balcony from where you'll be able to watch them all. The balcony used to be my own, but I insist you take it as a welcome aboard gift and as a token of my appreciation for your research. What? I don't know what to say, sir. Oh, it is the least I can do, and please, call me Nicola. Thank you. But what will people say? Won't people gossip? Me? Sitting in your balcony? It's not mine, not anymore. And people will always gossip, but interestingly little. Come now, let me show you the view. Of course! Balcony. Would you hide your research there, Ada? Gute Idee, ja. Geht was an. Da oben. Okay. Aber also klar, dass die Leute immer reden würden, dass sie bestimmt zusammen wären oder so blöd sind. Aber für meinen größten Fan Thomas, mach es gut. Gabriel. Okay. Die Leute würden natürlich reden, aber Eva ist halt auch eine, ne, gefragte, interessante Persönlichkeit. Es wundert mich nicht, dass Tesla sich für sie interessiert. Mein Tesla war sowieso, als er halt die Weltausstellung, was war das? Keine Ahnung, wann muss ich jetzt nachgucken? Müsst ihr mal nachgucken. Die beste Weltausstellung in dem Jahr, wo er halt gegen Edison gearbeitet hat, mit Strom und Glühbirnen versorgte. War halt ein sehr gefragter Mann und natürlich auch alle Frauen haben davon mitbekommen, dass das halt ein oder der gefragte Sohn Junggeselle ist. Und er hat auch mit einigen paar berühmten Frauen damals Dates gehabt. Und ja. Wundert mich nicht, dass er so auf Ada steht, weil Ada ist schlau, Ada ist hübsch. Kann man ihm nicht verdenken. Und zur Weltausstellung. Die hat er halt gewonnen, weil er mit dem Wechselstrom halt alles betreiben konnte. Und er hätte eigentlich die Glühbirne von Edison genommen, weil sie ihm schon halt da waren und der Auftrag halt da war, dass er halt die Weltausstellung mit Strom versorgen soll. Aber Edison hat gesagt, nö, ich möchte nicht, dass du meine Sachen benutzt. Und hat die Bestellung, die er, die Tesla bei Edison angegeben hat, bei seiner Firma, hat er einfach gecancelt. Und daraufhin hat Tesla einfach mal eine neue Glühbirne erfunden, die benutzt und eine solche Ehre an Bord, Elis aufzutreten. Vielen Dank, Ludikowika. Hübsche Frau. Wirklich hübsche Frau. Always wanted to see her perform. So. Ja, und die gesamte Weltausstellung
direkte in einem gleißendes Licht. Oh. Das ist nicht gut. Okay. Was? Och, ja, natürlich. Sieh, das kriegst du wieder hin, oder was? Nicht so schnell. Ich hab jetzt nicht nach oben geguckt. Mist. Vielleicht auch besser so. Naja. Ah. From there, it was merely a matter of building it. But enough about me. What about you, Ada? What about your family? You had a sister, if I'm not mistaken. Yes, Rose. Rose Archer. And if you think I'm stubborn, wait till you meet my sister. What does she do? She's a journalist. Is that so? Is she any good? The best. Daraufhin sagt sie jetzt nichts. Schade eigentlich. Okay, so da müssen wir jetzt aber rein. Also. Was haben wir hier? Elevator Keycard, okay. Nichts. Schön hier, ne? Zweiter Dienstag im September. Liebes Tagebuch. Heute hat Michael unsere Bierflaschen vertauscht und aus meiner getrunken. Ich habe ihn darauf hingewiesen und wir haben darüber gelacht. Wenn er das noch einmal macht, trete ich ihm auf den Hals. Seine Luftröhre so verstopft wie die verfickten Toiletten auf der Helios. Es ist trotzdem ein netter Kerl und er riecht gut. Nach Lavendel und Fisch. Was? Was ist denn das für eine Person? Wir haben aus derselben Flasche getrunken. Das war toll. Aber nächstes Mal, da töte ich ihn. Und danach, er riecht so toll. Nach Lavendel und Fisch. Seit wann ist Fisch ein Geruch, den man, sag ich mal, als wohlriechend betiteln würde? Oh. Ganz vorsichtig. Stein, ganz, ganz ruhig, genau. Ganz ruhig. Du bist nicht die Toughste, aber du bist tough. Na gut. Alles liegt hier wie nach wie vor rum. Der Tisch steht im Weg. War da noch was? Nee. Und raus. Ah, here we are. I do hope it will provide you with much joy while aboard the Helios. It's wonderful. I really cannot thank you enough. Nonsense, my dear. Just continue to pursue your theories. That will be gratitude plenty. Das ist ja ein Charmeur gewesen, oh. Tesla ist ein Charmeur gewesen. I truly believe you are onto something revolutionary, Ada. It's just missing that final spark. I hope the Helios will provide the resources required for us to find it. Because when we do, we will have changed the world forever. To changing the world. To changing the world. To changing the world. Noch ein Frosch geben, ja. Alles klar. Kleine Randnotiz am Rande. eigentlich ein Fun Fact. Denn Tesla konnte man zwar sehr gut mit Frauen, jedoch konnte er eigentlich keine Bindung mit Frauen eingehen. Also eigentlich quasi nichts Festes. Es beruhte eigentlich alles auf intellektueller Basis. Weswegen er auch wohl nie verheiratet war. Denn er hatte ein paar Phobien. Nämlich wollte er oder mochte er keine Hände schütteln. Er mochte keine Haare berühren.
was ich auch so noch nie gehört hatte. Und das finde ich aber gut irgendwie, das ist, da kann ich mich mit identifizieren, obwohl es bei mir nicht so schlimm ist. Er hasst den Schmuck an Frauen. Ich nehme einfach mal an, er hasst den Schmuck, weil Frau an sich ist schon schön, so wie sie ist. Frau braucht keinen Schmuck, um besser dazustehen. Und denke mal, also ich hasse es nicht, ich meine, so ein Ehering oder eine Kette sieht halt doch schön aus. Aber ich finde, Frau braucht es nicht. So. Tesla war halt anders. Aua! There's a secret room in my room. You find it while I make my way through another laboratory department. I'll give you a clue. It's center stage. That's it. You're just going to leave me to figure this out on my own? Have fun. Jetzt ergibt das Sinn. Center stage. Holy shit. Ada, I hear you. Was? Krass. Mit fundamentäres Auto. Das ist aber heftig, Alter. Weil wir haben ja damals angenommen, Bühnenmitte ist ihr Apartment. Alter, aber dass es wirklich hier eine Bühnenmitte ist. Das ist cool, Alter. Sehr coole Story. Und das, was gesagt wurde, nicht damals galt, sondern für etwas, wo wir noch hinkommen, Alter. Oh, nice. Not here? Ja. Haben wir weggeschoben. Not here? Ja, wir wissen doch schon, wo. Aber cool. Ja, ich finde hier, ich meine, wenn du hier sitzt, du kannst doch gar nichts mehr sehen. Ich meine, du musst doch stehen, um. Selbst wenn ich stehe, kann ich ja nicht so wirklich gucken. Naja. Normalerweise ist das auch weiter auseinander und das Stühle sind weiter dran. Ist wie es ist, ne? Ist wie es ist. So. Dann wollen wir runter. Alter, das ist cool. Ich hoffe, es kommt auch mehr sowas. Deswegen liebe ich so eine Zeitparadoxen Sachen. I still don't get these visions of Ada. Or how the radio played our conversation from the past. Selbe Frequenz. But it's like she's still here. Leading me onwards. Ja, die Zeit von dir spielt ja sowieso verrückt. Also kann das, was gesagt wird, auch nochmal gesagt werden und was anderes bedeuten, als es damals war, meinte und so. Ach, das. Halleluja, ey. Curse of Empire. You know what noise? Le Miserable. Hatte dem Film nicht hier Hugh Jackman mitgespielt? Also in dem realen, bei uns. Interessant. Frankenstein. Na denn. Oh, wir können wieder rein. Alter. Alright, center stage. How do I get up there? Da ist eine Treppe. Aber, ja. Der krass, Mann. Wie verdammt groß. Und da hinten ist auch noch Alter. Was? Das muss eine Akustik gewesen sein, Alter. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht lang. Sind das nicht als Explosion, Alter? Klar, das hier. Die Treppe endet im Nirgendwo. Nee, alles gut. Dachte schon. Gehen ja natürlich alles ab. Nicht, dass wir was verpassen. Da liegen schon wieder. Moin, Leichen.
Habt ihr mal was? Ich finde, klassische Musik hat auch immer irgendetwas Mysteriöses oder je nachdem, wann sie gespielt wird, auch irgendwas Furchterregendes. Also je nachdem, was und wo gespielt wird. Und auch wann. So, wo kommen wir denn? Da müssen wir runter. Okay, dann gehe ich erstmal. Da gehe ich noch nicht hin. Wenn wir spielen, passiert bestimmt irgendwas. Das muss ja dann mehr oder weniger so im späten Abend oder am frühen Abend passiert sein, oder? Also, weil ich weiß, spielt die Oper auch nicht so nachmittags oder so, sondern mal so gegen Abend. Und das scheint ja ein Phänomen zu sein, dass sie alle gestorben sind. Und zwar wirklich alle quasi auf einem Schlag, dass diese Zeitanomalie überall auftrat. Gucken wir mal hier kurz. Oh, das ist auch nicht so schön. Na gut. Mal, kannst du spielen? Du kannst nicht spielen, alles klar. Für die reizende Lucy an Bord der Helios. In Dankbarkeit, F. Fabrier. Fabrier. The Great Fabrier. Nice Mustache. Ja. Schicker Mustache. Das ist ein Mustache. Okay, kommen wir nicht hin. Alter. Krass. Echt krass. Okay. So if I was super secret research, where would I hide? Krass. Ja, gucken wir mal. Ich denke mal hier drin. Aber wir gucken natürlich nochmal. Nichts. Auch nichts. Da kommen wir auch nicht hin. Boah, denn anscheinend hier. Los geht's. In der nächsten Folge. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.